Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zum... Es ist Donnerstag. Ihr seht das wahrscheinlich Freitag oder Donnerstag. Das kommt ganz drauf an, wie schnell ich mit allem bin. Herzlich willkommen zurück. Ihr habt es im Thumbnail ja schon gesehen. Ich fasse nach 4 Wochen das zweite Mal Call of Duty an. Also MW2 oder was auch immer dieses Game eigentlich sein soll. Denn ich will ehrlich sein, ich weiß nicht, was MW2 sein soll. Es ist... weder interessant, noch ist es spannend, noch gibt es Progress. Jetzt ist Ashika Island draußen, da gibt es ein separates Video. Das ist okay, aber mal ehrlich, es catcht doch keinen. Und die ganzen Warzone-Streamer, weil Warzone so langweilig ist und die sich alle nicht trauen, was anderes zu streamen, weil sie dann weniger Zuschauer haben, spielen jetzt Rankplay. Was das einzig wirklich Vernünftige an MW2 ist, witzigerweise auch wieder etwas, was von Infinity Ward nicht gemacht wurde. Also, ich finde schon, dass Infinity Ward noch mehr CODs machen sollte. Sie machen das echt gut. Echt. Was allerdings neu jetzt dabei ist, ist tatsächlich der Hardcore-Modus. Stufe 1 ist ja wieder eine Idee gewesen von Infinity Ward, die absolut nicht funktioniert hat, weil kein Arsch das gespielt hat, weil Stufe 1 auch einfach nur Schmutz war. Und jetzt haben wir Hardcore drin, das heißt den richtigen Hardcore-Modus. Und den wollte ich heute gerne live mit euch einmal probieren. Und deswegen suchen wir den. So. Wieso? Okay. Doch nicht? Okay. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist das schlechteste Menü aller Zeiten. Man kann ein Menü überhaupt nicht schlechter machen. Etwas, was seit Jahren funktioniert, funktioniert dieses Jahr nicht mehr, weil Infinity Ward der Auffassung war, sie wüssten es besser als die, die es seit Jahren richtig machen. Wo ist der Hardcore-Modus? Oh, hier geht's wieder nach unten. Okay. Da ist der Hardcore-Modus. Ja, das war einfach. Das war einfach zu finden. Man muss ganz ehrlich sagen, dieses gesamte Menü ist so ein richtiger, richtiger Clusterfuck. Und ich habe euch ja gesagt, Leute. Wow. Gut, dass es so laut ist und gut, dass man die Armbrust erst in ein paar Tagen spielen kann. 19 Tage bis zum Ablauf der aktuellen Herausforderung. Okay, Hauptsache, ihr loggt euch auch weiterhin jeden Tag ein. Das ist nämlich das, was Activision von euch will. Und hier ist der Battle Pass. Und ihr seht's, ich habe mir den Battle Pass nicht gekauft, weil... warum soll ich ihn mir kaufen? Das Game ist echt Schmutz. Es ist einfach so. Und wir spielen auf Dome. Einer Karte, die wir schon seit 1, 2, 3... ich glaube, das ist das 4. oder 5. Mal Call of Duty, dass wir Dome drin haben. Ist auch eigentlich der gesamte Content für diese Season im Multiplayer. Das heißt, Rest in Peace für alle, die eigentlich nur im Multiplayer interessiert sind. Ich kann euch nur eins empfehlen, sucht euch ein neues Game. Dieses Game macht es jetzt schon nicht mehr und wird es auch in Zukunft nicht machen. Und es gab ja aber auch witzigerweise ein Leak. Und zwar ein Activision-Leak, falls ihr es mitbekommen habt, wo die gesamten Planungen der Seasons der nächsten Tage gezeigt worden sind. Und... der Inhalt der nächsten Seasons. Und so wie es aussieht, kriegen wir jetzt Seasons, die 2 bis 3 Monate gehen, weiterhin bis zur 6. Season. Und in jeder Season sind 2 bis 3 Karten. Da steht, ich musste kurz Pause machen, weil es zu laut war. Da steht aber nicht, ob das jetzt aktuelle sind oder nagelneue Maps oder sonst was. Sondern es steht einfach nur Seasons. Season 3 zum Beispiel geht vom, ich glaube, 15. Mai bis 15. Juli. Und bei dem Ganzen steht dann irgendwie 3 Karten. Das ist alles. Also, mehr steht da nicht. Oh, oh. Und bei dem Ganzen sind dann aber auch 70 Bundles mit drin. Also, oh, hier ist einer. Wow, sind die alle schlecht. Alter, sind die alle schlecht. Aber es sieht aus wie richtig Hardcore, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wir haben Medaillen vor... die Leute haben es so verdient. Wer so spielt, hat es nicht anders verdient. Es gibt Medaillen hier. Wir achten gleich mal drauf, ob wir eine Weitschussmedaille bekommen. Alter, ist das verkämmt. Alter Falter, ist das verkämmt. Alter Schwede, warum campen denn alle hier so?
Chat. Leute, die sind alle am campen. Die gesamte Lobby campt. Ich bin komplett überfordert gerade, weil ich gedacht habe, dass, wenn das Game schon so langsam ist, die Leute es wenigstens schnell spielen. Er hat ein Schild auf dem Rücken. Also, und eine Shotgun dazu. Das scheint sich nicht geändert zu haben. Und ich glaube, es ist diese neue Shotgun, die völlig OP ist. Und die neue Hemlock, die ist auch OP, die haben sie aus Ranked rausgenommen. Was ich ehrlich gesagt ziemlich witzig finde, weil das ist wieder so ein typischer Fall von neue Season. Hauptsache, er ist da hinten. Alter Falter, ist das hier ein Geschimmel. Alter Falter, sind die am Schimmeln. Leute, was ist hier los? Warum spielt... Oh, es leckt so hart. Dieses Spiel ist so schlecht. Es ist so schlecht. Guck mal, wie es leckt. Es leckt einfach. Oh mein Gott. Also Chat, ich wollte euch eigentlich zeigen, dass Hardcore deutlich besser ist als Stufe 1. Aber ich muss euch jetzt, wo ich das hier sehe, sagen. A. Ich bin so froh, dass ich mit Tarkov was anderes gefunden habe. Ist das ein Spawn? Guck mal, wie es leckt. Er ist tot. Und B. Kann ich jedem nur empfehlen, dass er für sich auch unbedingt guckt, ob er was anderes findet. Denn dieses Game hier, das macht es nicht mehr lange. Das Game mit den Spielern, guckt euch an, was die hier machen, die Leute. Guckt euch mal an, wie die hier spielen. Flashgranaten genauso stark wie am Anfang der Season. Das finde ich auch geil. Das heißt, auch da wurde anscheinend gar nichts dran geändert. Ich glaube, ich muss meinen Spielstil anpassen. Ich glaube, Infinity Ward möchte nicht, könnte man jetzt meinen, dass man sich hier bewegt. Wow. Also ich habe 16 Kills. Ich habe mehr Kills als mein gesamtes Team zusammen. 7, 4, 1, 3. Das sind 11, 12, 15 Kills. Der eine ist Level 303. Die sind alle auf meinem Level. Ich habe alleine mehr Kills als mein gesamtes Team. Das heißt Skill-Based Matchmaking, ein COD ohne Progress, ein COD, was keine Intention hat, einen irgendwie zu motivieren, sich zu bewegen, kein Minimap, kein Radar, kein Totenstille. Wow. Das ist so eine verkämpfte Scheiße, ey. Also ich war ja lange der Auffassung, das nimmt ja auch eine andere Wendung gerade. Ich war ja lange der Auffassung, dass Vanguard das schlechteste Call of Duty aller Zeiten ist, bleibt und jemals sein wird. Und ich nehme... Ich nehme meine Aussage zurück. Call of Duty Vanguard ist das zweitschlechteste Call of Duty aller Zeiten. Und ich war mir sicher, es wird nicht schlechter gehen. Das hier ist das mit Abstand schlechteste. Ich weiß nicht, wie man... ein Call of Duty noch schlechter machen will als das, was wir hier gerade sehen. Ich glaube, man kann es nicht schlechter machen. Selbst wenn alle Entwicklerstudios die Call of Duty hat, das heißt Beenox, Raven, Treyarch, Infinity Ward, Sledgehammer, selbst wenn die alle sich zusammenpacken würden, bin ich mir sicher, dass man es nicht mal mit Absicht hinkriegen würde, ein Game zu machen, was so langweilig ist, so schlecht. Und so dumm. Also, ich meine es wirklich so, wie ich das sage, dieses Game hier. Und ich sehe es jetzt gerade wieder, wo ich das spiele. Was ist das für ein Team-Balancing? Warum sind die Teams so? Warum spiele ich mit Leuten, die offensichtlich 5 Stufen unter meinem Skill sind? Wow.
Also, ist Hardcore besser als Stufe 1? Das ist etwas, was ich ja heute beantworten wollte. Er liegt da immer noch. Er liegt da einfach immer noch. Ja, Hardcore ist in allen Belangen besser als Stufe 1. Hat das Season 2 Update in den Multiplayer irgendetwas reingebracht, was sich lohnt anzufassen? Mit Ausnahme von Ranked Play, was wir uns in einem separaten Video am Sonntag angucken. Nein. Dieses Call of Duty ist jetzt schon tot. Es ist die mehr oder weniger erste oder wie ihr wollt, zweite Season. Es gibt hier null Grund, dieses Game zu starten. Nichts davon, finde ich, ist lohnenswert. Okay, ich habe ein Teammate getötet. Sehr gut. Nichts hiervon ist irgendwie spannend. Ich finde es auch. Es ist auch. Es ist einfach gar nicht interessant, das hier zu spielen. Was ist das da? Was ist das da? Warum spielt ihr so? Ich weiß auch nicht, welche Spieler dieses Game abholen soll, weil von den Zahlen her seht ihr ja, dass sogar die schlechten Spieler abhauen. Und wenn ich mir das hier angucke, ist hier ja nichts mehr übrig, außer brachial die allerschlechtesten Spieler. Also die, die in dieser Runde spielen, auch mit irgendwie mit einem Schild auf dem Rücken und einer Shotgun dazu, das sind ja NPCs, das sind ja Bots. Es ist Wahnsinn, wenn ich mir das angucke, wie schlecht hier eigentlich alle sind. Wirklich alle in dieser Lobby. Und ich glaube, das ist so die Spielerschaft, die Infinity Ward gerne abholen möchte, weil die Entwickler, glaube ich, genauso schlecht sind. Also ich würde gerne, die liegen da echt zu dritt. Ich würde gerne positiv über das Spiel sprechen können, aber ich habe es euch gesagt, ich werde ehrlich sein und Season 2 werde ich mir angucken, aber so. Was macht er da? Okay. Ist clean? Komm, gehen wir rein. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir warten. Infinity Ward, ich spiele wie ihr das wollt. Infinity Ward, Joe Seacott, Bobby Kotick. Er ist ein Teammate. Bitte wieder zumachen, danke. Ich glaube, das ist die Spielart, wie die Entwickler wollen, dass das Game gespielt wird. Und ich glaube, ich mache es auch gut so, wie ich das spiele, um ehrlich zu sein. Es sieht zumindest so aus, als hätte ich mich an den Spielstil der Spieler in dieser Runde angepasst. Jetzt horcht mal. Es ist ein Multiplayer und es gibt halt keine Gunshots, weil keiner sich bewegt einfach. Das ist witzig. Okay, ich will welche. Rechts vielleicht. Ja, da hat er sich jetzt angeschlichen, der Iro. Also, es steht 205 zu 171. Ich habe extra das Update eigentlich nur hierfür runtergeladen. Und muss euch ganz ehrlich sagen, ich werde wohl jetzt noch heute Abend ein Rankplay-Video aufnehmen. Da werde ich mal reinschauen. Ich habe es bei Twitch schon gesehen, es sieht besser aus. Wir werden beide sterben. Oder auch nur ich. Rankplay sieht besser aus als MW2 an und für sich. Und es ist auch halt auch wieder von Treyarch gemacht. Ah! Aber abgesehen von Rankplay, was halt nicht von Infinity Ward ist, gibt es, glaube ich, nichts in diesem Game. Der Hurensohn da drauf, ey. Ja, guckt euch den mal an. Guckt euch, sag mal Chat. Bitte schreibt die Kommentare. Bitte sagt mir, dass wenn ihr MW2 tatsächlich noch spielt, dass die Leute bei euch genauso spielen wie hier. Ich habe 45 Kills. Ich gehöre in diese Lobby überhaupt nicht rein.
Jetzt gibt es bestimmt wieder witzige Leute, die sagen, ich spiele mit VPN auf der PlayStation 5, du Lappen. Genau, das tue ich. Ich spiele auf der PlayStation mit VPN. Warte, das ist doch einer. Da. Okay. Okay, jetzt hat sich das Video gelohnt. Egal, was sonst war. Jetzt hat sich's gelohnt. Ich vollstreck den einen, roll über den anderen, der auch da wird zu sterben. Okay, ich kann anscheinend keine Teammates mehr töten. Ich vermute, ich habe es einmal zu viel gemacht. Aber schreib es in die Kommentare. Sind das die gleichen Gegner, die ihr sonst auch habt? Also die hier sind ja einfach nur Campers. Oh. Ups. Oh. Der sitzt da immer noch drauf. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bereue es so sehr, dass ich gesagt habe, Vanguard kann nicht schlechter werden. Das, was wir hier bekommen, ist nochmal eine Stufe höher. Es ist, also, okay. Die dieses Game gemacht haben, gehören gefeuert. Und die das freigegeben haben, gehören ebenfalls gefeuert. Alle, die an diesem Spiel irgendeine Beteiligung haben, gehören gefeuert und auf die Straße gesetzt. Alle Publisher bei Activision, die wie Bobby Kotick was zu sagen haben, gehören gefeuert und auf die Straße gesetzt. Das hier ist, glaube ich, das schlechteste Spiel, nicht Call of Duty, Spiel, was ich jemals gespielt habe. Und ich habe Angelsimulator mal gespielt. Ich habe ein japanisches Monopoly gespielt, was ich nicht verstanden habe, weil ich japanische Schriftzeichen nicht verstehe. Ich habe Games gespielt wie Cyberpunk, die nie gestartet sind. Und all diese Sachen sind besser als das, was ich hier sehe. Holy fuck. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn euch Hardcore auch nicht gefällt. Es ist nicht mal der Hardcore-Modus, es ist einfach das Spiel. Das Spiel ist einfach wertlos und langweilig. Es ist einfach schlecht. Es ist einfach schlecht. Ich gehe wieder zu Tarkov. Macht's gut, Leute.